Lyrikschule. Gedichte verstehen. Annette von Droste-Hülshoff am Turme. Ich stehe auf hohem Balkone am Turm, umstrichen vom schreienden Stare, und lass gleich einer Mänade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. O wilder Geselle, o toller Fant, ich möchte dich kräftig umschlingen und Sehne an Sehne, zwei Schritte vom Rand, auf Tod und Leben dann ringen. Und drunten seh ich am Strand so frisch, wie spielende Doggen die Wellen, sich tummeln rings mit Geklaff und Gezisch, und glänzende Flocken schnellen, o, springen möcht ich hinein alsbald, recht in die tobende Meute, und jagen durch den korallenen Wald, das Walross, die lustige Beute. Und drüben seh ich einen Wimpel wehen, so keck wie eine Standarte, seh auf und nieder den Kiel sich drehen, von meiner luftigen Warte. Oh, sitzen möcht ich im kämpfenden Schiff, das Steuerruder ergreifen und zischend über das brandende Riff wie eine Seemöwe streifen. Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten. Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Podcasts Lyrikschule. Mein Name ist Johannes Thiele. Ich bin Lehrer in Niedersachsen und stelle in diesem Podcast in jeder Folge ein neues Gedicht vor, bekannte und unbekannte Gedichte, und gebe dazu Ideen, wie man sie verstehen, wie man mit ihnen arbeiten kann, wie die Gedichte gemacht sind. Diese Ideen stellen keine vollständige Interpretation dar, dafür müssten die Folgen deutlich länger sein. Aus den Texten kann man immer noch viel, viel mehr rausholen, aber es sind erste Ansätze, um sie gut zu verstehen. Als erstes muss ich heute natürlich auf das neue Intro eingehen. Ich habe in der letzten Folge ja gesagt, wenn alles gut läuft, dann ist nach der Sommerpause ein neues Intro am Start. Jetzt ging es plötzlich doch viel schneller als gedacht. Ich habe letzte Woche einen ganz lieben Kollegen, Joshua Klaasen, angesprochen, einen Musiklehrer, ob es denn schwer wäre, so ein Arrangement von Bachs Bourée anzufertigen. Und siehe da, kurz darauf hatte ich von ihm 5 Versionen vorliegen, aus denen ich mir dann eine auswählen durfte. Ich hatte hier also durchaus dann die Qual der Wahl, denn alle Versionen waren auf ihre Art und Weise sehr, sehr gelungen. Letztlich habe ich mich dann für 2 entschieden. Die eine hat man im Intro gehört, die zweite wird man nachher zum ersten Mal im Outro hören. Das heißt also durchhören. Und kommen wir jetzt zum Gedicht der heutigen Folge. Die Textauswahl hat dieses Mal wieder mit Unterstützung der Lyrikanthologie Frauenlyrik von Anna Beers stattgefunden. Das hatte ich ja schon einmal vorgestellt und einen Text daraus ausgewählt. Und diesmal habe ich mir wiederum einen ausgewählt, der in der Tradierungsliste ziemlich weit oben steht, nämlich auf Platz 2. Und dieses Gedicht Am Turme von Annette von Droste-Hülshoff ist damit also laut der kleinen Studie von Anna Beers eines der meist tradierten Gedichte von und über Frauen überhaupt. Der Text stammt aus dem Jahr 1842. Wir müssen uns also ganz in die Zeit des 19. Jahrhunderts hineindenken, auch was die Rollenbilder der Geschlechter angeht. Ich fange heute aber zur Abwechslung mal wieder mit der ganz groben Form an. Normalerweise gehe ich ja sehr schnell auf den Inhalt ein.
diejenigen Hörer, die mich jetzt schon länger verfolgen, die wissen das, dass bei mir Inhalt immer deutlich über allem rangiert, was irgendwie mit Form zu tun hat. Ja, Form hat dienende Funktion, sage ich immer. Übrigens an dieser Stelle Grüße nach Bayern und Nordrhein-Westfalen. Da kommen nämlich die meisten Hörer dieses Podcasts her. Jedenfalls sagt das das Analyse-Tool von Spotify. Und die nächstmeisten kommen dann erst aus Niedersachsen. Übrigens auch Grüße in die USA. Offensichtlich werde ich auch dort von ein, zwei Leuten gehört. Also da bin ich natürlich besonders stolz drauf, dass man mich sogar jenseits des Atlantik hört. Aber gut, zurück zum Gedicht. Also die grobe Form. Der Text ist, das kann man sagen, sehr formal aufgebaut. 4 Strophen zu je 8 Versen bilden das Grundgerüst. Die Verse reimen sich in einem strikten Kreuzreim, wobei die Kadenzen zwischen weiblich und männlich alternieren. Was heißt das eigentlich? Alternieren bedeutet abwechseln. Die Kadenzen, also die Versschlüsse, sind hier also abwechselnd betont und unbetont. Die Kadenz richtet sich nach den letzten Silben im Vers. Ist diese letzte Silbe betont, nennt man die Kadenz männlich. Ist sie unbetont, ist sie weiblich. Außerdem gibt es noch die sogenannte reiche Kadenz, bei der am Versende 2 Silben unbetont sind. Das ist aber generell eher selten. Bei vielen Gedichten reicht es übrigens, sich die Reime anzusehen und zu schauen, ob die Reimwörter sich auf einer oder zwei Silben reimen. Turm reimt sich hier in der ersten Strophe zum Beispiel auf Sturm, ist also männlich. Ja, es ist nur eine Silbe, die sich reimt. In der ersten Strophe haben wir auch noch das Reimpaar starre Haare. Und das sind zwei Silben, also herrscht hier eine weibliche Kadenz vor. Da bei zweisilbigen Reimen fast immer die zweite Silbe unbetont ist, kann man auch so die Kadenzen identifizieren. Man muss sich also nicht unbedingt die Betonung ansehen. Es reicht auch, die Silben bei den Reimen zu zählen. Das geht allerdings natürlich nur dann, wenn sich ein Gedicht auch reimt. Ist das nicht der Fall, muss man doch nach der Betonung auf jeden Fall gehen. Wenn man diese Formanalyse betreibt, sollte man immer überprüfen, ob es nicht doch irgendwo im Gedicht Unregelmäßigkeiten gibt. Das ist für die Reime und Kadenzen hier aber nicht der Fall. Ist alles komplett regelmäßig. Das Versmaß ist hier auf den ersten Blick nicht vollkommen regelmäßig. Bei genauerer Betrachtung stellt man aber fest, dass es ein sogenannter Knittelvers ist, bei dem in jedem Vers 4 Hebungen vorkommen. Es ist also vorwiegend jambisch, aber dann sind teilweise die Versfüllungen zwischen den betonten Silben nicht ganz regelmäßig alternierend, betont, unbetont, sondern sie sind in der Füllung frei, sagt man. Also da herrscht eine sogenannte Füllungsfreiheit. Das heißt, manchmal kommt eine Senkung, manchmal kommen zwei Senkungen vor. Insofern ist auch das Versmaß in der Unregelmäßigkeit regelmäßig. Wenn man sich jetzt fragt, was all diese Analysearbeit an der Form bringen soll, naja, so kann ich nur etwas hilflos mit den Schultern zucken. Für das Textverständnis bringt das alles so gut wie nichts. Vielleicht könnte man noch sagen, dass das Metrum, das vorwiegend jambisch ist, die Stimmung des lyrischen Ichs, auf die wir gleich eingehen werden, möglicherweise etwas besser transportieren kann, als es etwa ein Trocheus oder ein Dactylus könnte. Aber das überzeugt mich ehrlich gesagt nur bedingt. Nein, die Funktion der Form ist hier eher, dem Text insgesamt eine wirkungsvolle Struktur zu geben, die den Vortrag und übrigens sicherlich auch das Memorieren erleichtert. Es ist ja eine ganz naheliegende These, dass sich feste Strukturen und Reime im deutschen Sprachraum auch aufgrund dessen durchgesetzt haben, weil man die Texte auswendig lernen wollte oder musste. Und das geht eben mit Reimen besser.
wenn man ein bisschen zurückschaut, ist es so, dass im Mittelalter, also in der Zeit, in der sich in Deutschland der Endreim durchsetzte, also ungefähr so um 1000 nach Christus, dass in dieser Zeit die fahrenden Künstler ihre Texte oder die Texte anderer wahrscheinlich auswendig lernen mussten. Geschriebene Kopien waren ja fast nicht erschwinglich und möglicherweise konnten viele dieser Sänger nicht mal schreiben und lesen. Da halfen dann eben eine feste Struktur und ein Reimschema ungemein, denn Reime in Versen merkt man sich nun mal besser als Prosa, das ist ganz klar. Na gut, aber zurück jetzt zu Annette von Droste-Hülshoff. Zum Zeitpunkt dieses Gedichts im 19. Jahrhundert ist das Auswendiglernen natürlich kein so großes Kriterium mehr. Es gibt ja längst den Buchdruck und andere Möglichkeiten der Textvervielfältigung. Aber die Droste baut natürlich auf einer Lyriktradition auf und die gibt nun mal vor, naja, der Endreim ist das Typische. Fassen wir an dieser Stelle erstmal zusammen. Alles in allem ist die metrische Analyse in der Regel von begrenztem Erkenntniswert, wenn es darum geht, den Inhalt eines Textes besser zu verstehen. Na gut, kommen wir zum Inhalt. Worum geht es hier eigentlich? Da steht ein lyrisches Subjekt und wir erfahren, es ist eine Frau auf einem Turm am Meer. Durch ihre Beschreibung wird die aktuelle Szenerie plastisch erfahrbar. Es geht ein heftiger Wind, ein Sturm gar und das Meer ist aufgewühlt. Es herrscht reger Wellengang und irgendwo dort auf dem Wasser kann man gerade noch so ein Schiff erkennen, das mit den Elementen kämpft. Vielleicht kennen einige Hörer die Verfilmung von Das letzte Einhorn aus den frühen 80ern. Ich glaube 1982. Und für mich ist es so, die hier beschriebene Szene scheint mir fast schon eine Vorlage für Das letzte Einhorn zu sein, für das Schloss am Meer, das man dort sieht, von dem aus der alte König Haggard seine gefangenen Einhörner im Meer betrachtet. An der Stelle mal ein kleines triviales Detail am Rande. Dieser König Haggard wird im Englischen von Christopher Lee synchronisiert, den man vielleicht aus Dracula-Verfilmungen, aus Herr der Ringe, aus Star Wars oder anderen großen Franchises kennt. Und eine Besonderheit ist, dass Christopher Lee seine Rolle auch im Deutschen synchronisiert hat. Aber zurück zum Gedicht. Manchmal bringen einen die Assoziationen etwas zu sehr zum Abschweifen. Da steht nun also eine Frau auf einem hohen, exponierten Turm am Meer und blickt hinaus. Sie spürt, wie der Wind ihr durch das lange Haar fährt und Vögel fliegen tollkühn durch den Sturm. Sie spricht den Wind direkt an, nennt ihn einen wilden Gesellen und tollen Fant. Ein Fant ist ein Junge, wobei eine gewisse Konnotation mitschwingt. Es ist ein unerfahrener, verspielter Junge. Und das wird hier auf den übermütigen Sturm übertragen, zu dem sich die Frau so hingezogen fühlt. Sie selbst möchte sich hier gerne als Mänade sehen. Die Mänaden sind die weiblichen Diener des Gottes Dionysos, die in der Mythologie als rasende, zügellose Frauen dargestellt werden. Und genauso hingegeben und frei von jedweder bürgerlichen Zurückhaltung, die einer Frau in dieser Zeit geziemt, möchte sie sein. Sie sucht gar das Spiel mit dem Tod, wenn sie nahe am Abgrund zwei Schritte vom Rand steht. In der nächsten Strophe richtet sich der Blick auf den Strand unter ihr, wo die tosenden Wellen in Gischt an das Ufer schäumen. Sie vergleicht diese Wellen mit spielenden Doggen und einer tobenden Meute und sie äußert ihre tiefe Sehnsucht, in diese unbändigen Naturgewalten einzutauchen und dort im korallenen Wald nach Walrössern zu jagen. Vom Ufer aus
wandert ihr Blick weiter und erspäht am Horizont ein Schiffssegel. Auch hier erkennt sie in ihrer Stimmung nur das ersehnte Abenteuer. Sie sucht die Gefahr. Sie wünscht sich, auf dem Schiff zu sein und es, eins mit den Elementen umher, durch den Sturm zu manövrieren. Wenn das bis hier noch nicht klar genug wurde, so verrät uns das lyrische Ich in der letzten Strophe endgültig, warum sie solche Sehnsucht nach diesem Ausbruch verspürt. Sie hadert damit, dass sie, wäre sie ein Mann, als Jäger oder Soldat an all diesen Abenteuern per Geschlecht teilhaben würde. Als Frau ist sie hingegen verdammt, daheim zu bleiben und wie ein artiges Kind ihre Rolle zu erfüllen. Also nicht gleichberechtigt wie der Mann, sondern sie wird als Kind betrachtet von der Gesellschaft, das sich artig zu verhalten hat, das ruhig zu sein hat. Selbst die hier artikulierte Sehnsucht und das Lösen der hochgesteckten Frisur darf nicht öffentlich, sondern nur heimlich geschehen. Alles andere wäre ein Tabubruch und würde sie als unfrauliche Frau dastehen lassen. Wenn man sich übrigens die Frisuren der damaligen Zeit mal vor Augen führen möchte, muss man einfach mal googeln, Bilder von Annette von Droste-Hülshoff. Sie trägt selbst auch immer so eine hochgesteckte Frisur mit Dutt. Und so muss man sich das vorstellen, das ist die Norm zur damaligen Zeit, aus der hier das lyrische Subjekt ausbrechen möchte. Droste-Hülshoff schreibt hier also ein Gedicht, das den Wunsch nach einem Hauch von Emanzipation äußert und das das Hadern mit den überkommenen Rollenbildern thematisiert. Wer die Folge zu Schillers Lied von der Glocke gehört hat, erinnert sich vielleicht an die Stelle, in der die Rollen von Mann und Frau beschrieben werden. Hier aus der männlich ungebrochenen Perspektive von Friedrich Schiller. Da heißt es, der Mann muss hinaus ins feindliche Leben. Und es heißt, und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Und das ist genau das Rollenbild, gegen das das lyrische Ich hier protestiert. Und dieses Narrativ des Protests, des Ausbruchs, hält sich noch lange über das 18. und 19. Jahrhundert hinaus. Wenn man sich zum Beispiel die ganzen Disney-Prinzessinnen anschaut, so sind das doch häufig solche Geschichten, bei der junge Frauen aus einer gesellschaftlich diktierten Rolle ausbrechen und sich zumindest oberflächlich emanzipieren. Mulan will als Kriegerin hinaus in die Welt. Sie möchte selbst entscheiden, wen sie heiratet und sie stimmt nicht der arrangierten Ehe zu. Belle in Die Schöne und das Biest möchte auch selbst bestimmen, wen sie heiratet und sie möchte Bücher lesen und sich bilden, etwas, was für Frauen ja lange Zeit nicht einfach so möglich war. Man könnte das an allen möglichen Disney-Prinzessinnen, an allen möglichen Disney-Frauen durchgehen. Bei Disney sind die Frauen im Laufe der Jahre, das kann man zumindest sagen, emanzipierter geworden. Sie sind nicht mehr nur bloßes Objekt, das am Ende vom Mann gerettet werden muss, wie etwa Schneewittchen. Sie sind selbstbestimmter und teilweise ist es an ihnen, den Mann zu retten. Ob da am Ende aber echte Emanzipation steht, das steht auf einem anderen Blatt und kann hier und heute nicht geklärt werden. Für das Gedicht Am Turme kann man aber festhalten, dass es ein Zeugnis aufkeimender Emanzipation ist, zu einer Zeit, wo das noch nicht die Regel war und damit zu Recht eine so starke Tradierung erfährt. Es ist eben ein Vorreiter auf diesem Gebiet, eine Frau, die das selbst äußert. Die Droste ist nicht die erste, die das tut, es gibt da auch noch andere Texte und ich habe da auch noch ein paar in petto, die irgendwann hier vorkommen werden, aber sie ist doch eine, die das auf eine sehr wirkungsvolle Art und Weise gestaltet. Es ist nicht nur ein starkes Thema, es ist auch eine wirkungsvolle Darstellung. Und auf diese Weise gelingt es, dass wir mitfühlen mit dieser Frau,
die von den Naturgewalten so in Ekstase versetzt wird. Naja, es gelingt der Droste eben, uns diese Aufgewühltheit nachvollziehen zu lassen. Eine Aufgewühltheit, die übrigens ja nicht nur Frauen empfinden können. Das ist etwas, was jeder, der irgendwie in kleinbürgerlichen Verhältnissen eingesperrt ist, empfinden kann, aus denen er ausbrechen möchte. Und damit bin ich am Ende für die heutige Folge. Ich danke wie immer vielmals fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt hier außerdem natürlich noch das Outro, das Neue. Viel Spaß auch dabei.